sagst, du hättest all das nicht verursacht. Du sagst, es sei nicht deine Schuld. Dann werden wir sehen, wer von uns besser tötet. Du oder ich. Moses, Ramses, ich sehe in euch beiden immer noch die zwei kleinen Jungen, die gemeinsam aufwuchsen. Und sich so nahe sind wie Brüder. Someday soon they're gonna burn the old town down. Und ich sage dir, es wird etwas kommen, wogegen ich machtlos bin. Beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt?
Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Der Wissenschaft nicht erlaubt. Es gibt kein Gesetz auf das. Aber beruhigen Sie sich doch. Ich bitte Sie, beruhigen Sie sich. Die Apparate da unten sind nichts weiter als Attrappen. Das heißt, es gibt keinen elektrischen Strom. Es gibt überhaupt keine Verbindung von dem Pult von Monsieur Despaul zu dem Stuhl von Monsieur Rivoli. Aber Monsieur Despaul weiß das nicht. Monsieur Rivoli ist sehr begabt, nicht wahr? Er gehört zu unserem Team. Es ist selbstverständlich, dass die Kandidaten, mit denen wir dieses Experiment durchführen, immer die Rolle des Lehrers spielen. Darum steht auf beiden Losen Lehrer. Es ist wirklich erschreckend. Das stimmt, es ist wirklich erschreckend. Wenn man bedenkt, dass sie sich auch erst bei 180 Volt für das Opfer eingesetzt haben. Dieses Experiment ist erbarmungslos, Professor. Sehen Sie, wenn die Spitze eines hierarchischen Systems sich nicht mehr in Übereinstimmung befindet, wenn die Autoritäten sich streiten, gibt es keinen unbedingten Gehorsam mehr. Sind viele Ihrer Testpersonen bis 405 Volt gegangen? Im Durchschnitt leisten 63% der Testpersonen unbedingten Gehorsam. Das heißt, dass sie das Prinzip des Experiments voll akzeptieren. Damit will ich sagen, Sie gehen bis 450 Volt. Das würde also bedeuten, dass auch in einem zivilisierten Land mit einer liberalen und demokratischen Verfassung 2/3 der Bevölkerung ohne zu fragen und ohne zu überlegen alle Befehle ausführen würden, die sie von einer übergeordneten Macht bekämen. 3 Monate nach dem Experiment bitten wir die Kandidaten nochmal her, um ihnen die Wahrheit zu sagen und sie zu fragen, wie sie ihr Verhalten beurteilen. Ich zeige Ihnen die Reaktion von Dassler. Sie haben vor einem Vierteljahr an einem Experiment teilgenommen, das über eine Stunde gedauert hat und dabei einen Ihnen Unbekannten mit Elektroschocks bestraft, die bis zu 405 Volt gingen. Waren Sie bis zum Ende davon überzeugt, dass die Elektroschocks nicht simuliert waren? Ja. Haben Sie nicht darüber nachgedacht, dass Sie Ihrem unschuldigen und wehrlosen Opfer gegenüber grausam gehandelt haben, Monsieur Dassler? Ich hatte nicht zu beurteilen, ob meine Handlungen grausam waren. Oder ob das Opfer unschuldig war. Verantwortlich waren die, die mir die Befehle gegeben haben. Ich habe die Befehle nur ausgeführt. Wenn man einem Piloten befiehlt, eine Bombe auf eine Stadt zu werfen, fragt er auch nicht, ob die Bombardierung richtig oder falsch ist. Er wirft die Bombe. Ja.
Aber nehmen Sie mal den Fall eines Völkermordes. Da beschließt ein eiskalter Diktator, 5-6 Millionen Männer, Frauen und Kinder umbringen zu lassen. Dafür braucht er doch mindestens 1 Million Komplizen, Mörder und Henker. Wie macht er das, dass man ihm gehorcht? Indem er die Verantwortung auf viele Leute verteilt. Ein Diktator braucht einen funktionierenden Staatsapparat. Das heißt, er braucht Millionen von kleinen Funktionären, von denen jeder eine anscheinend unbedeutende Aufgabe wahrzunehmen hat. Und jeder von ihnen wird diese Aufgabe ausführen. Mit Kompetenz. Und ohne Bedenken. Und niemand wird sich klar machen, dass er der millionste Teil eines grausamen Verbrechens ist. Die einen werden die Opfer verhaften. Sie haben nur den Befehl ausgeführt, jemand festzunehmen. Andere verantworten den Transport in die Lager. Und dabei haben sie nur ihren Beruf als Lokomotivführer ausgeübt. Und der Lagerkommandant, der die Porte hinter den Opfern zuschlägt, meint, er tut seine Pflicht wie ein gewöhnlicher Gefängnisdirektor. Natürlich werden die Mörder und Henker am Ende der Kette besonders ausgesucht. Aber den einzelnen Gliedern der Kette macht man den Gehorsam so leicht wie möglich. Monsieur Danslow, bei 360 Volt hat der Schüler nicht mehr geschrien und nicht mehr geantwortet. Man konnte also annehmen, er sei tot. Warum haben Sie ihn weiter mit Elektroschocks bestraft? Immerhin von 360 bis 405 Volt. Wenn er tot gewesen wäre, hätte er nichts mehr gespürt. Außerdem habe ich gedacht, dass die Professoren dieser Universität wissen, was sie tun. Warum sollte ich anzweifeln, was Sie für richtig halten? Das Verhalten Ihrer Testperson ist für mich immer noch schwer zu erklären. Sie handeln ohne Hass, ohne Zorn. Sie rächen sich auch nicht für etwas. Sie haben nicht mal die Hoffnung, für das, was Sie tun, viel Geld zu bekommen. Wenn man bedenkt, dass Daslo das Opfer mit 405 Volt gequält hat, um 6 Dollar zu verdienen. Monsieur Daslo. Wenn die Annonce, auf die Sie geantwortet haben, nicht von der Universität in Laie, sondern von einer Privatperson aufgegeben worden wäre und man hätte Ihnen statt 6 Dollar 1000 Dollar Belohnung versprochen, hätten Sie dann Ihren Schüler auch mit 405 Volt bestraft? Nein. Wenn man Ihnen eine Belohnung von 10.000 Dollar versprochen hätte? Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden, Monsieur. Das Geld hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe den Professoren gehorcht, weil ich sie als meine Vorgesetzten respektiert habe. Ich habe sie akzeptiert. Das ist alles. Ich danke Ihnen. We'll be right back.
waren sie, bevor sie ein Mensch waren. Das würde sie nur erschrecken. Er kam, um uns zu warnen. Wir kriegen von überall her Bilder dieser Sphären. Haben Sie Kenntnis von einem bevorstehenden Angriff auf den Planeten Erde? Ja. Wir hätten zuhören sollen. Warum sind Sie auf unseren Planeten gekommen? Euren Planeten? Ich will verstehen, was hier passiert. Wenn die menschliche Rasse stirbt, wird die Erde überleben. Wir können uns ändern. Die Entscheidung ist gefallen. Sie könnten das alles aufhalten. Wenn Sie wollten, könnten Sie es. Der Prozess hat begonnen. Oh Gott. Wohin fliegt er? Überall. Denen werden wir es zeigen. Es kann losgehen. Was zum Teufel ist das? Sie können es nicht aufhalten? Das weiß ich nicht. Wir dachten, die Erde gehört uns. Wir haben uns getäuscht. Der Tag, an dem die Erde stillstand. Viele fragen sich, was Recht ist. Recht ist eine geistig lebendige Wissenschaft und keine künstliche Ordnung nach willkürlicher Billigkeit. Der geistig lebendige Mensch kann in Treue glauben, denn Personen haben keinen Geist, sind weder gläubig noch treu. Im kategorischen Naturrecht gibt es nur geistig lebendige Menschen. Sie sind moralische Menschen, sind dreifaltig, also ganzheitlich, treugläubig und ihr Rechtsstatus ist Rechtträger. Als Sorte gibt es im Naturrecht lebendige Tiere, sie sind tierische Sachen, sie sind zweifaltig treu und Rechtobjekt, also Rechtgegenstand des Menschen und sind sächlich. Daneben gibt es die lebendigen Pflanzen, sie sind pflanzliche Sachen, ebenfalls zweifaltig lebendig, und Rechtobjekt, also Rechtgegenstand des Menschen, und zwar im Naturrecht sächlich. Dann gibt es noch die toten Gegenstände, das sind Sachen, sie sind einfaltig tot, sie sind ebenfalls Rechtobjekte und Gegenstand des Rechts des Menschen. Sie sind dinglicher Natur. Neben dem Naturrecht gibt es natürlich auch die Personifikation, nämlich als Art, als Kunstwerk. Das sind natürliche Personen, sie sind künstlicher Art, sie sind irre, sie sind totgedachte, totgemalte Menschen. Und zwar in der Fiktionsidiotie, als todtreu in sich Geschäft, als Vertragsrecht der Idioten, der Privatperson. Daneben gibt es die juristischen Personen, sie sind ebenfalls künstlich. Sie sind totgedachte, totgemalte Funktionen und sind in der Funktionsideologie todtreu in sich Geschäft als Vertragsunrecht einer Ideologie. Im kategorischen Naturrecht gelten die Präliminargrundsätze im Grundrecht und sie verbieten innerhalb der Republik der öffentlichen Sache zum ewigen Frieden nach Genesis Tarnung und Täuschung durch Aussetzung, Scheingeschäfte unter Geheimvorbehalt der Personifikation zum Lügen und Betrügen, Verletzlichkeit der Veräußerlichkeit der Naturrechte, Polizei und Justiz, inflationäres Geldsystem als inflationärer Aberglaube in Gott wie Trust an das Geld, Privatautonomie im öffentlichen Recht durch Willkür und Billigkeit und Demokratie, weil Demokratie kein Grundrecht ist. Das Wichtigste, was der Mensch wissen muss, ist, dass ein Terminus des Limes existiert. Die Verletzung des Terminus im Limes des Grundrechts im öffentlichen Recht durch privaten Zwang ist aus dem Grundgesetz absolut und kategorisch rechtswidrig.
Diese Tabelle zeigt es uns. Es gibt den Grundleitsatz, die Präambel, in dem es ein Menschsein gibt. Sie ist eine Theokratie mit einer Entität. Sie ist für ganzheitlich freie Menschen. Die Menschen legen ein Gelöbnis ab, sind gläubig, als geistig lebendige freie Menschen in der Kategorie Recht, als Inhaber und Urheber mit einem eigenen Willen. Das Grundrecht erstreckt sich in Artikel 1 bis 19 des Grundrechts, ist Kategorie Menschwerden und ist eine Hierokratie mit einer Gesellschaftsform von Staatsbürgern. Sie sind den Geboten treu, von den Idioten verrückt und befinden sich im öffentlichen Recht und können bürgen. Sie sind die Bürgerschaft. Sie sind eine Notwendigkeit innerhalb der öffentlichen Republik. Das Grundgesetz ist kein Grundrecht. Das Grundgesetz gilt nur für die Bundesrepublik und ist in Artikel 20 bis 146 des Grundgesetzes bestimmt. Das Grundgesetz ist für das Menschsein, denn Demokratie ist kein Grundrecht. Sie betrifft eine Gemeinschaft, ein Verband juristischer Personen und sie sind gemein, weil sie halten die Staatsangehörigen durch Annexion fest. Sie beeiden einen Schwur für die Loge, und zwar für willkürliche Gesetze, die sie dann in Billigkeit gegen die Staatsangehörigen anwenden. Sie sind die Kategorie Idioten, also Privatrecht. Und alles, was innerhalb des Grundgesetzes ist, ist kein öffentliches Recht, sondern eine öffentliche Verwaltung des privaten Rechts, in der es keine privaten Haftpflicht, eine Police, eine Police, eine Versicherung gibt, und zwar um sich das zu nutzen. Sie sind eine demokratisch-soziale Bundesrepublik und keine öffentliche Republik. Innerhalb dieser sogenannten Bundesrepublik gibt es keine Staatsbürger, denn da es privates Recht und kein öffentliches Recht gibt, können sie auch nicht haften. Im Grundrecht befinden sich die sogenannten Staatsbürger und dort gibt es auch eben die Bürgschaft und das bürgerliche Recht. Im Grundgesetz gibt es nur das bürgerliche Gesetz. Es unterscheidet sich davon, dass im Grundrecht im heiligen Auftrag und im Grundgesetz im Auftrag gehandelt wird. Im Grundrecht befinden sich die Ämter, im Grundgesetz befinden sich die Behörden. Ein Amt ist eine Stelle, die im rechtlichen Auftrag handelt, im heiligen Auftrag des Menschen. Eine Behörde handelt nur im gesetzlichen Auftrag, also durch willkürliche Billigkeit. Die Lüge ist, dass das Grundgesetz öffentliches Recht sei. Das Grundgesetz ist nur eine öffentliche Verwaltung. Das öffentliche Recht befindet sich nur im Grundrecht und ist abhängig vom Grundleitsatz der Präambel. Es besteht kein Zusammenhang zwischen Recht und Gesetz. Eine Rechtbindung zum Grundrecht existiert nicht, weil Demokratie ist nicht grundrechtfähig. Die Behörden sind nicht Träger von Rechten. Und eine Körperschaft öffentlichen Rechts bedeutet nicht, dass sie Rechte hat, öffentliche Rechte hat, sondern Körperschaft öffentlichen Rechts bedeutet, dass das Gebäude, der Körper mit einem Schaft, mit einem Eingang, dem öffentlichen Recht dienen muss. Da sie aber kein öffentliches Recht kennt, ist sie eine reine Behörde und ist nicht Rechtträger, sondern Rechtobjekt. Also
Sie dient eigentlich dem Menschen, aber da die Menschen nicht erkennbar sind durch die Personifikation, gibt es dort auch keinen Sachzusammenhang zwischen Gesetz und Recht. Nun besteht die Schwierigkeit, Laien zu erklären. Laizismus kommt vom Begriff Laie, das heißt, es trennt Gläubige vom Untreugläubigen. Und Laie bedeutet, oder Laizismus bedeutet, nicht Laie von unaufgeklärt, sondern von ungläubig. Jetzt stehen wir vor dem großen Problem, wie wir Menschen erklären sollen, wie das System funktionieren soll. Denn über 60, 100 Jahre wurden die Menschen in die Irre geführt, in die Irre geleitet. Wir haben uns daher entschlossen, das etwas in einfachen Skizzen darzustellen, damit sich derjenige, der das sich anschaut, auch sich orientieren kann. Wir haben das so wenig wie möglich kompliziert gemacht, also sehr einfach dargestellt, um einen entsprechenden Ablaufplan oder eine Orientierung zu geben. Wir haben erstmal einen Kreis gezeichnet, in dem wir das Grundgesetz einfach aufgesetzt haben und haben es dann beschriftet. Das heißt, die Erde ist mit der Welt auf Grund gesetzt worden und über dem Grundgesetz ist das Grundrecht. Und über dem Grundrecht, also Vorrecht, ist die Präambel oder der Grundleitsatz, das dem Grundgesetz und dem Grundrecht vorausgeht. Das Grundrecht ist nicht das Grundgesetz. Das Grundrecht beinhaltet alle Rechte, die eine Möglichkeit bietet, auch eine Bürgschaft zu haben, wenn man nicht gläubig ist. Und im Grundleitsatz gibt es das Menschsein, im Grundrecht das Menschwerden und auf Grundgesetz ist Menschsein. Der Grundleitsatz beinhaltet den Willen, nämlich für geistig lebendige Menschen. Das Grundrecht beinhaltet die Notwendigkeit im öffentlichen Recht, auch für Menschen, die nicht gläubig sind, aber sich an die Gebote halten. Und im Grundgesetz gibt es nur den Nutzen. Der Grundleitsatz wird vom Geist gesteuert. Das Grundrecht beinhaltet die Seele. Und das Grundgesetz ist für den körperlichen Nutzen. Der Mensch ist aber ganzheitlich in Körper, Seele und Geist. Und sie haben das von den Menschen abgeschaut und haben den Körper, die Seele und den Geist reduziert. Der Mensch wurde zum Charakter gemacht. Und nachdem er zum Charakter gemacht worden ist, haben sie ein fast identisches System, aber auf globaler Ebene versucht aufzubauen, in dem der Mensch nicht Rechtinhaber ist, also nicht Rechtträger, sondern zum Gegenstand des Unrechts wird, nämlich der Rechtssubjekte. Subjekte sind Narrenattribute. Aus der Eigenschaft des Menschen wurde ein Charakter. Dieser Charakter ist die Person. Sie firmiert unter dem Nachnamen des Menschen. Also die Vorrechte sind die Eigenschaft, der Nachname ist das Gesetz. So wurde der Mensch als Charakter in die Staatsangehörigkeit eingebettet. Durch die Annexion wurde der Mensch komplett entrechtet und wurde dann zum Gegenstand der sogenannten Verbände juristischer Personen. Die Verbände juristischer Personen bestehen aus den religiösen Verbänden,
aus den Verbänden der politischen Parteien und aus den Verbänden von Gewerkschaften. Zu diesen Gewerkschaften zählt Justiz und Verwaltung, also die Polizei. Der Mensch ist dann dadurch nicht mehr übergeordnet, sondern er ist dann Gegenstand der Narrenattribute, den Subjekten. Und zwar, sie kommen dann nicht mehr raus, weil sie im Grundgesetz wie in einem Stall, wie in einer Zone, eine Behörde ist eine Stelle der öffentlichen Verwaltung, in sogenannten Ländereien festgehalten werden, und zwar als Rindsviecher, als Hornochsen. Die Verbände juristischer Personen ernähren sich von den Menschen. Die Verbände juristischer Personen behaupten, dass Religionsverbände den Geist des Menschen, die politischen Verbände die Seele des Menschen und die gewerkschaftlichen Verbände den Körper des Menschen filetiert haben, sodass der Mensch komplett rechtlos ist. Die Verbände juristischer Personen leben davon, dass sie behaupten, Verträge mit Menschen zu machen, und zwar in der Personifikation. Die Verbände juristischer Personen existieren nur durch einen Vertrag. Sie benötigen Verträge, um zu leben, und sie können nur durch einen Vertrag liquidiert oder dienstbar gemacht werden. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil ein solcher Vertrag zwischen Person und Mensch nicht existiert. Das heißt, man hat hier im Grundgesetz den Willen, nämlich den Geist des Menschen, die Notwendigkeit des Menschen und den Nutzen, den der Mensch von der Natur genießen soll, in das Grundgesetz eingesklavt, also eingebettet, um ihn dann im Nutzen durch eben eine Leistungsverwaltung in Mangel zu halten und durch eine sogenannte Eingriffsverwaltung zu justieren. Selbst wenn es so wäre, wäre der Mensch eigentlich der Inhaber und Urheber der Person. Aber sie können weder den Inhaber und Urheber noch den Menschen erkennen und behaupten, dass die Person eigentlich im Grunde der Idiot sei, den sie beaufsichtigen und auch justieren müssen. Es wird im Grunde nach gegen alle möglichen Präliminarbedingungen verstoßen, um das Recht des Menschen zu beugen und den Menschen in Mangel zu halten, um ihn dann zu zwingen, als Arbeitssklave zu dienen. Es ist die Matrix. Wie bereits erklärt, arbeiten die sogenannten Verbände juristischer Personen, und zwar im Artikel 20 bis 146 des Grundgesetzes. Das Grundrecht befindet sich in Artikel 1 bis 19 und die Präliminarbedingungen ergeben sich aus dem Grundleitsatz. Die religiösen Verbände arbeiten nach der Haager Abkommen, die politischen Verbände arbeiten nach dem Wiener Abkommen und die gewerkschaftlichen Verbände für Justiz und Polizei arbeiten nach dem Genfer Abkommen. Abkommen bedeutet, dass sie vom rechten Weg abgekommen sind und bedeutet, dass sie selbst die Unmündigen sind, die nicht wissen, was sie tun. Sie sind also nicht auf dem rechten Weg, sondern sie sind vom rechten Weg abgekommen. Und deswegen ist jeder Staat, der alle Staaten, die das Wiener, Genfer und Haager Abkommen unterzeichnet haben, sind vom rechten Weg abgekommen. Und sie sind selbst die Unmündigen, die Laien. Das Prinzip der Bundesrepublik baut auf Lügen und Betrügen durch Privatpersonen zum Idioten. Denn der Mensch wird kleingeistig gehalten durch die Religionen und die politischen Parteien übernehmen die seelische Betreuung durch die Wahlen. Der Mensch wählt nicht,
Er urteilt auch nicht, sondern er richtet. Die Gewerkschaften benutzen den Körper. Und zwar für die Zwangsverwaltung, durch Mangelhaltung in der Leistungsverwaltung und durch den Mangel ausgelöst in der Eingriffsverwaltung. Dass also die Menschen dann einjustiert werden. Das heißt, der Mensch wird ja nicht als Verbrecher geboren, sondern er wird durch den Mangel zu dem Verbrecher gemacht. Das sieht man daran bei den Religionen, wie zum Beispiel dem Vatikan, da gibt es ein Grundgesetz. Das heißt, selbst der Vatikan, selbst die Kirche ist nach dem Grundgesetzprinzip aufgebaut. Die religiösen, politischen und gewerkschaftlichen Verbände ernähren sich durch Personen, und zwar als Flussmittel wird das Geld durch Vertrag eben bestimmt. Im Grundleitsatz ist das kategorisch absolute Recht nach dem Präliminargrundsatz, nach dem Präliminargrundleitsatz. Das öffentliche Recht ist im Grundrecht zu finden. Das Grundgesetz ist reines Privatrecht oder Privatidiotie durch Personifikation, also privates Funktionsrecht aufgrund von Gesetzen, und das ist im öffentlichen Recht verboten. Deswegen ist alles das, was zwischen Artikel 20 und 146 des Grundgesetzes ist, nicht grundrechtfähig. Also Demokratie ist nicht grundrechtfähig. In diesem Zusammenhang ist die Kategorie Recht, ist das Kategorie Recht, nämlich der Grundleitsatz, das Menschsein, das öffentliche Recht ist Menschwerden und die Bundesrepublik ein Menschsein. Das Flussmittel innerhalb des Grundgesetzes ist Geld, das Flussmittel im Menschwerden, im Grundrecht ist Blut, und das Flussmittel im Bewusstsein ist das Wissen schaffen, also das Erkennen. Nur wer im Bewusstsein ist, ist auch in der Erkenntnisfähigkeit. Aus diesem Grund gilt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Obwohl der Mensch es nicht verschuldet hat, behaupten sie, dass er schuldig ist, weil er sich in die sogenannte Geburtsregister eingetragen hat. Er wird durch die Eintragung zum Schuldner, zum Wertschein, zum Gutschein, zur Geburtsurkunde. Das ist ein Vertrag. Die Staatsangehörigkeit durch Usurpation, durch Annexion, durch einseitig erzwungene Staatsangehörigkeit ist im Stand von 116 Grundgesetz eine angekettete Arbeitssklaverei. Die Staatsangehörigkeit entsteht durch das Grundgesetz und sie gilt nur für die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, das Grundgesetz gilt nicht innerhalb des öffentlichen Rechts, nämlich des Menschwerden im Grundrecht. Die Bundesrepublik sind Verbände juristischer Personen. Das heißt, die in Artikel 20 genannten Verbände juristischer Personen bilden hier eigene Völker. Bundeskörperschaften, also eben die Staatsangehörigkeit, können nur juristische Personen verwalten, da die Staatsangehörigkeit nach dem Gleichschaltungsgesetz auf die Bundesebene transferiert worden ist, und zwar im Stand vom 31. Dezember 1937. Gebietskörperschaften sind Aktiengemeinschaften ohne Haftung. Das ergibt sich durch das § 70 des Aktiengesetzes von 1937. Sie machen nur das, was ihnen nützt. Der Mensch, nämlich das Menschwerden, befindet sich im Grundrecht, und im Grundleitsatz befindet sich der Wille. Das heißt, Menschwerden und Menschsein sind vom Menschsein, vom Grundgesetz abgekoppelt. Denn Menschsein ist jemand, der glaubt an Gott, an die noetischen Gebote, und Menschwerden kann gerechten Anteil haben an der Welt, an der kommenden Welt, also an dem Vertrag, wenn er die noetischen Gebote einhält, ohne gläubig zu sein.
Das heißt, das Internationale Zentrum für Menschenrechte sowie auch das Grundgesetz arbeitet nach dem sogenannten Prinzip der Einkreisverwaltung, aber das Internationale Zentrum für Menschenrechte arbeitet nach der Laizität, nämlich die Trennung von Verrückten und Idioten. Danach ist das Internationale Zentrum für Menschenrechte zur allseitigen Erfüllung der durch das gemeinsame Bekenntnis gestellten Aufgaben nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil 123,49 Vergleich in der Definition im Urteil vom 15.06.1995 Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung 3C9193 und Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung 99 ausdrücklich bestimmt, dass es die Verantwortlichen für sein Verhalten zu bestrafen, Repression, ihn davon abzuhalten, erneut dies rechtliche Verhalten fortzusetzen, Spezialprävention und auch andere davon abzuhalten, Generalprävention, Gewalt auf Menschen zu verüben. Das Internationale Zentrum für Menschenrechte ist nach Artikel 142 der 4. Genfer Konvention für den Vollzug des Genfer Abkommens zuständig, also für den Schutz der Menschen. Viele verstehen das falsch, und zwar aufgrund fehlender Sachkenntnisse und Rechtskenntnisse. Das Internationale Zentrum für Menschenrechte wirkt auf die Bundesrepublik, auf die Verbände der Bundesrepublik, um Menschen in Schutz zu nehmen. Bei Menschenrechtsverletzungen werden diese Forderungen gegenüber der Bundesrepublik, gegenüber der Eingriffs- und Leistungsverwaltung geltend gemacht, und zwar aufgrund völkerrechtlicher Verträge. Das Internationale Zentrum für Menschenrechte ist für den Vollzug des Genfer Abkommens zuständig, denn die Bundesrepublik hat sich ja verfahren bzw. mit dem Abkommen, nämlich vom rechten Weg abgekommen, die Unmündigkeit erklärt. Deswegen gibt es hier in diesem Bereich kein Recht. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die religiösen Verbände nach dem Haager Abkommen, dass die politischen Parteien nach dem Wiener Abkommen und die gewerkschaftlichen Abkommen nach dem Genfer Abkommen tätig sind. Weitere spezielle Kenntnisse, die erforderlich sind, werden in den folgenden Videos noch gezeigt, insbesondere für die Freiwerdung des Menschen aus der Personifikation, die in Artikel 132 der 4. Genfer Konvention beschrieben ist und für den Vollzug das Internationale Zentrum für Menschenrechte zuständig ist. Unsere Problematik bei der Organisation des Internationalen Zentrums für Menschenrechte liegt darin, dass die Menschen eben für das Menschwerden noch nicht den richtigen Glauben haben, sondern sich durch Meinungen ablenken lassen, unter anderem von sogenannten Staatsangehörigkeiten, die eben in welcher Form auch immer auch existieren. Die Problematik besteht halt darin, dass Menschsein ein kategorisch absolutes Recht verlangt, um sich aus der Personifikation zu befreien. Wie dieses System funktioniert, werden wir in den kommenden Videos zeigen. Die am Anfang gezeigten Videos schildern immer wieder den Exodus nach Genesis, nämlich den Auszug aus der Staatsangehörigkeit in die Staatsbürgerschaft oder ins Menschsein. Denn ein Menschsein ist kein Mensch, sondern es erscheint wie ein Mensch, ist aber kein Mensch. Um die Menschenrechte in Angriff zu nehmen, um die Menschenrechte überhaupt zu bekommen, muss man im öffentlichen Recht die Grundrechte wahrnehmen, in Mensch werden. Das sind die Menschenrechte und das Recht, das Inhaber- und Urheberrecht des Menschen zu erwerben bzw. zu bekommen oder sich dorthin zu begeben, muss man einfach gläubig sein. Das ist der gesamte Unterschied und auch der Trick, den die Bundesrepublik hier verwendet, und zwar geheim, unter Geheimvorbehalt, damit die Menschen das nicht wissen und erfahren, denn wenn es so gemacht wird, wie es eigentlich vorgesehen ist, dann ist die Bundesrepublik bald alleine.
Kein Mensch muss arbeiten, wenn er sich von der Personifikation allein aufgrund seines Glaubens distanziert. Das steht im Domizilrecht. Die Problematik besteht darin, dass die Menschen in Meinungen aufgehen, in politischen Meinungen. Das kann man nicht nur in der Öffentlichkeit sehen, sondern das kann man auch unter dem YouTube-Kanal oder anderen Kanälen sehen, wo diese und andere Informationen quasi kaputt diskutiert werden oder mit Schimpfworten und Beleidigungen zunichte gemacht werden, obwohl es überhaupt gar keinen Sachzusammenhang gibt zwischen der Realität und der Illusion. Diese Konversation sind reine Meinungen und meine reine Interessen, die nichts, aber auch gar nichts mit der Realität oder mit dem Recht zu tun haben. Es sind kosmetische Erklärungen. Wer sich weiterbilden und aufklären lassen möchte, der kann die zahlreichen Schulungen bei uns besuchen